gut, ihr habt entschieden, was es geben soll. Ich habe in der Zeit, wo ihr abgestimmt habt, das Fahrzeug hier mal bei uns gereinigt, wie man sieht, weil das Teil war jetzt wirklich, ja, ich behaupte mal, gute 30 Jahre bestimmt schon auf dem Dachboden gelegen von einem Händler, von einem Herkules-Zündapp-Händler hier in der Nähe von Mannheim. Wir haben einfach jetzt mal den ganzen Dreck, den Staub, alles mal hier weggemacht, dass man das Fahrzeug überhaupt anlangen kann und haben in der Zeit immer nebenbei beobachtet, wie er denn abstimmt. Und das war wirklich spannend bis zum letzten Moment. Das war wirklich für uns auch immer wieder alle halbe Stunde haben wir da reingeguckt, wer ist jetzt vorne. Es war dann am Freitagmorgen zum Beispiel war noch der Boondocker mit einer Stimme Vorsprung vorne und dann hat sich dann noch auf die letzten paar Meter der Board-Tracker durchgesetzt am Schluss mit 10 Stimmen Vorsprung. Also waren wir so falsch gar nicht gelegen. War alles sehr, sehr knapp. Also auch der Lowrider hatte viele Stimmen. Ich glaube, da war dann 20 Stimmen hinten dran. War also alles eine sehr knappe Geschichte. Jetzt freuen wir uns, dass wir mit euch zusammen, mit eurer Anleitung, so einfach kann man es ja nennen, einen Board-Tracker aus dem Fahrzeug bauen dürfen. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Ihr habt euch mit Sicherheit einen Board-Tracker mal angeguckt, wie die eigentlich aussehen. Und das aus einer Prima 2, das wird eine richtig harte Nummer. Aber wir entscheiden das mit euch gemeinsam. Jetzt machen wir als nächsten Schritt diese Woche das Fahrzeug auseinander. Das heißt, es wird komplett zerlegt. Hier auch was Lustiges mal wieder zum Thema Qualität. Können wir euch hier mal zeigen. Der Vorbesitzer hat da aus irgendeinem Grund, wie man hier schön sieht, ja, den Kabelbaum 5 cm verlängert und das Ganze dann sehr fachmännisch, wie man hier jetzt schön sehen kann, mit den zusammengezwirbelten Kabel hier gerade, ja, und dann Tesafilm, ja, das ist also tatsächlich Tesafilm, gerade außen rumgewickelt, so viel wieder zum Thema Fahrzeuge, die hier halt so fachgerecht als instand gesetzt oder auch restauriert werden. So Sachen sind wir täglich. Auch bei Fahrzeugen. Die auf den ersten Blick top aussehen. Einfach mal eine lustige Nummer. Einfach mal so zack, gescheit machen. Gut, wie gesagt, für uns egal, kommt so oder so alles weg. Das Fahrzeug wird komplett, ja, wie gesagt, in alle Einzelteile zerlegt. Wird alles jetzt nochmal geprüft, dass der Rahmen auch gerade ist, etc. Weil wir wissen nicht, was mit dem Fahrzeug mal war. Und dann geht es in die nächste Abstimmung. Die nächste Abstimmung kommt dann zum nächsten Wochenende, wenn wir es schaffen. Ich denke aber schon, zum Thema Frontend. Ja, wenn wir jetzt schon bei Board-Tracker sind, dann machen wir auch die Fachbegriffe. Also die englischen Frontend, sprich Gabel, was für eine Gabelart wir nehmen. Also dann nehmen wir nichts von der Stange, können wir auch nicht, sondern wir bauen eine Gabel um. Aber welche Grundgabel, das wir nehmen, also welchen Rohling, das entscheiden wir dann beim nächsten Video, was wir für euch machen. Da stellen wir dann beide Grundarten vor, die wir dann aber auch noch optisch anpassen, dass es zum Thema Board-Tracker passt. So, das war soweit. Ich hoffe, die Beteiligung bleibt so hoch, weil es vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben, weil davon lebt das ganze Projekt jetzt, dass ihr mehr mitmachen und entscheiden oder auch Ideen einbringen, desto besser wird das ganze Projekt am Ende werden. Gut, ich melde mich bei euch zur nächsten Woche mit der nächsten Abstimmung und dann sehen wir, wie es weitergeht mit dem Herkules Board Tracker. Rennmoped im Stil der 20er, 30er